Buongiorno, 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 meine YouTube-Freunde, Schalker-Freunde und Sportskameraden zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Ja, wird bestimmt morgen fix sein, gehe ich mal davon aus. Und wenn nicht, dann ist das nicht so. Aber nein, ich gehe mal davon aus, das wird fix. Wir haben ja gestern noch im Schalker-Dreisel drüber gesprochen oder ihr im Chat habt ja geschrieben, dass fix wäre, Spieler zu Schalke, aber ich habe jetzt mich vorhin ein bisschen recherchiert, aber da ist noch nichts fix. Aber, jetzt kommt dieses Aber, unser Dirk Große Schlamann hat gestern in seinem Instagram-Profil geschrieben, hier lest ihr das, dass das schon fix wäre, dieser Transfer. Aber ich lese überall, da ist noch nichts. Das schreibt eine andere Zeitung. Nein, da ist noch gar nichts fix. So. Wer hat Recht, wer hat Unrecht? Wissen wir das? Wissen wir das nicht? Aber ich gehe mal davon aus, der Dirk, Journalist, der immer auf Schalke ist, Bochum und so alles, der schreibt nicht einfach irgendwas rein, um Follower zu kriegen oder so. Der weiß schon mehr Bescheid als wir. Und ich gehe mal davon aus, wenn der Dirk das schreibt, wird das zu 99,9% sicher sein, dass dieser Transfer in den nächsten Tagen eingetütet wird. So, kommen wir mal erstmal zu diesem Luis Patrice. Wer ist Luis Patrice? Hier seht ihr, Luis Patrice ist 22 Jahre alt, Belgier, 1,87 Meter groß, hat auch so wenig Haare wie ich auf dem Kopf. Da sind wir schon mal beides die Ahnung haben. Nein, 21 Jahre groß, Belgien, spielt auch, hat auch die belgische Nationalmannschaft gespielt von der U16, 17, 18, 19, auch U21. Spielt bei RSC Anderlecht gerade im Moment, hat vorher gespielt bei OH Leuven, ausgeschrieben Oud Hervelle Leuven. Erste belgische Liga, die erste belgische Liga heißt Jupiler Pro League. Da hat er gespielt. Der hat die ganze Jugend bei OH Leuven gespielt. Dann kam er in den Senioren und dann hat sich RSC Anderlecht in dieser Saison den geholt. Ich weiß das jetzt nicht genau. 2023, 2024 haben sie sich den geholt. Ja, diese Saison geholt für 3,5 Millionen. Hat 6 Einsätze gehabt. Dreimal von Beginn an. Dreimal wurde er, glaube ich, eingewechselt. Aber ich glaube, RSC Anderlecht oder der Spieler sind noch nicht zufrieden mit seinen Einsätzen. Weil bei O. Leuven war der Stammkraft wichtiger Bestandteil von der Mannschaft in der Verteidigung. Hat da sehr gute Leistungen gezeigt bei Leuven. Und dann hat den Anderlecht sich gut. Ich zeige euch hier so einen Videosausschnitt. Danke erstmal an Boris für dein Video, dass ich das nehmen durfte und das zeigen darf. Da seht ihr ein paar Szenen. In meinem Kreis ist das dieser Spieler. Und Hechemann schreibt, habe ich gelesen, dass er gesagt hat, unser Hechemann, unser Sportdirektor gesagt hat, letztes Jahr wollten wir den schon verpflichten. Da wir aber abgestiegen sind, wegen der finanziellen Möglichkeit konnten wir ihn nicht verpflichten. Deswegen war keine Verpflichtung möglich. Ich sage, der Karel hat dem Hechelmann gesagt, pass mal auf, Hechelmann, ich brauche einer, der mein 3-5-2-System spielt. Wir wissen ja, wir spielen gerade im 4-3-1-2-System. 4 mit Viererkette, aber wir wissen auch alle, dass unser Trainer gerne mit der Dreierkette spielt. Und dann brauchst du Spieler, die die Dreierkette spielen können. Und ich gehe mal davon aus, dass dieser Spieler, dieser Luis Patrice, passt in dieser Dreierkette. Auch ein guter Schienenspieler über die rechte Seite. Da haben wir es ja mit Matriciani versucht. Wir wissen auch ganz genau, Matriciani, das ist nicht seine Position. Brunner in der Dreierkette kann ich mir überhaupt nicht vorstellen. Ich weiß, Brunner in der Viererkette, ja, aber in der Dreierkette kann ich mir Brunner absolut nicht vorstellen. Deswegen gehe ich davon aus, dass der Karel ihn gerne verpflichten möchte. Er kennt die belgische Liga, hat ja
in der belgischen Liga gearbeitet. Karel hat auch den Jungen gesehen. Deswegen gehe ich davon aus, dass der Karel gesagt hat, hey Mann, pass auf, den möchte ich haben. Weil wir haben ja gesagt, in der Transferphase sagt man ja, dass der Karel auch sich umschaut und dann mit dem Hechemann entscheidet, welcher Spieler. So, und dieser Spieler kann ja, er hat ja, seine Hauptposition ist rechter Verteidiger. Aber er kann auch Innenverteidiger spielen. Das ist auch wieder eine Sache, wo ich sage, dieser Transfer wäre gut, sehr gut, weil dieser Spieler beide Positionen spielen kann. Und ihr seht ja in diesen Highlights von den Jungen, wie stark der ist. Der ist kopfballstark, der ist schnell, der ist ein Arbeitstier. Man gibt ihm die Ratte, den Spitze Arbeitsratte. Aber ich sage, das ist ein Arbeitstier. Wie der die Bälle hinterherläuft. Er gibt keinen Ball verloren. Schnell ist er. Und sein Stellungsspiel ist so Hammer. Er liest das Spiel. Wenn er sieht, ein Ball kommt, der geht schon drauf. Wartet nicht wie unser Kaminski. Der wartet, dass der Spieler erst den Ball annimmt. Dann versuche ich den mit meinem langsamen Tempo einzuholen. Nein, der ist agil, schnell, geht sofort drauf. Gibt nicht auf, bleibt dran an den Mann, bis er den Ball hat. Wie so eine Bulldogge. Aber das Schönste ist bei ihm, er liest das Spiel. Schon wenn der Ball geflogen ist, weiß er, ich gehe da drin und hol mir den Ball. Mit 21 Jahren gar nicht mehr schlecht. Und ich habe ja selbst gesagt in meinem Video gestern, dass ich keinen rechten Verteidiger verpflichten würde, weil ich es auch mit Van der Slot versuchen gerne würde. Aber wenn dieser Junge auch Innenverteidiger spielen kann, hast du, glaube ich, zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Ich weiß nicht, ob wir dann noch einen Innenverteidiger holen oder ihn als Innenverteidiger auch mitmachen können. Aber wenn wir sowieso mit einer Dreierkette spielen, hast du ja dann den Mokin, den Kalasch und diesen jungen Burschen mit 21 Jahren in der Dreierkette. Dann hast du eine Viererkette, kannst du in der Viererkette, hast du den Bruder, kannst ihn in der Innenverteidigung tun. Ja, ich sag mal so, der Junge ist gar nicht mal so schlecht. Aber jetzt, das andere Problem ist, wenn du diesen Spieler holst, geht es ja nur mit einer Laie. So. Mit Laie und Kaufoption, so was ich da gelesen habe, wollen wir ja machen. Aber wie hoch ist die Kaufoption? Können wir uns den überhaupt leisten? Das ist ja wieder diese Frage, du holst ihn jetzt für ein halbes Jahr, aber dann musst du auf jeden Fall im Hintergedanken haben, den musst du holen. Nicht, dass Anderlecht kommt und sagt, ja, pass mal auf, wir wollen 6-7 Millionen holen. Dann haben wir den auch wieder umsonst kommt. Da hast du wieder einen integriert in der Mannschaft, der dann wieder weg ist. Und deswegen, ich hoffe, dass die Kaufoption nicht so hoch ist, und wir den auf jeden Fall dann wirklich verpflichten. Weil seine Highlights, seine Szenen, seht ihr selbst, die sind gar nicht schlecht, die sind richtig, richtig gut. Ne? Er kann die Innenverteidigung spielen, so wie ich gesehen habe, der ist ja überall. Der ist ja nicht nur auf der rechten Seite, wenn ihr auf die Highlights gesehen habt, in der Innenverteidigung und so. Dann wäre das für uns, für die Defensive, eine richtig gute Verpflichtung. Klar, die belgische Liga ist wieder eine andere Liga als bei uns in der zweiten Liga. Aber, hey, 21 Jahre, jung, talentiert, der noch sich noch mehr entwickeln kann. Und Karel möchte den haben, dann habe ich nichts gegen diese Verpflichtung. Obwohl ich gesagt habe, rechten Verteidiger würde ich nicht holen. Aber der Junge kann auch Innenverteidiger spielen. Wäre das ein super Transfer. Wäre das für uns in unseren Möglichkeiten ein richtig guter Transfer. Wie gesagt, der ist kopfballstark, der ist schnell, gedankenschnell ist der Junge, scheut keine Zweikämpfe, gibt nicht auf. Das, was ich gerne als Innenverteidiger liebe bei so einem Spieler. Ja, aber er hat einen Vertrag ja bis 2028 bei Anderlecht. Mal schauen, wie die Ablöse oder die Kaufoption sein wird. Ich bin gespannt. Wir haben ja 5 Millionen haben wir ja eingefroren von Salazar. Vielleicht von diesem Pott haben wir ja die Hälfte oder so für diesen Spieler, wenn er wirklich bumm scheppert bei uns. Und vielleicht ja auch Wintertransfers, welche abgeben oder im Sommer geben wir ja auch welche ab und wir machen auch Geld damit. Hey, wissen wir nicht. Aber ich sag mal schon mal jetzt, ich hoffe nicht, ich lehne mich zu weit aus dem Fenster. Soll ich Fenster aufmachen und mich da rauslehnen? Wollen wir mal? Warte. Machen wir mal. Ne? Ich lehne mich mal weit aus dem Fenster. So.
Herzlich willkommen, Luis Patrice, zum geilsten Club der Welt, zum FC Schalke 04. Und ich hoffe nicht, dass er eine Ente ist, dann kannst du dieses Video in eine Tonne kloppen. Aber egal. Ich freue mich, wenn dieser Transfer geht, weil dieser Spieler ist sehr interessant, auch mit seiner Entwicklung. Da bin ich richtig, bin ich wirklich gespannt auf seine Entwicklung, weil ich liebe junge, talentierte Spieler und mal gucken, ob unser Trainer den weiterentwickeln kann. Und ich hoffe auch, dass er unsere U23-Spieler wie Van der Slot und Amadi auch entwickeln kann. Ich freue mich schon. Ja, schreibt mal in den Kommentare, was ihr dazu sagt. Ansonsten sage ich mal, schöne Feiertage nochmals. Schöne Feiertage. Genießt das mit eurer Familie, Freunde. Wünsche ich euch Gottes Segen. Und dann ciao, ciao, alle Glück auf.